Hallo und herzlich willkommen bei Software Engineering Education. Mein Name ist Georg Hagel und in diesem Video beantworte ich die folgenden beiden Fragen. Was sind die Schwierigkeiten der Metrik Lines of Code? Und kann man diese Metrik trotzdem sinnvoll verwenden? Wir sehen uns gleich nach dem Intro wieder. Wenn ihr euch fragt, was sind Metriken überhaupt oder wie ist die Metrik Lines of Code definiert, dann schaut euch die entsprechenden Videos auf meinem Kanal an. Ich habe sie euch unten in der Beschreibung verlinkt. Kommen wir nun zu den Schwierigkeiten der Metrik Lines of Code und warum sie heute nicht mehr so häufig verwendet wird. Die erste Schwierigkeit ist, dass wir genau definieren müssen, was wir unter Lines of Code verstehen. Mit Kommentaren, mit Leerzeilen, ohne. Schauen wir uns mal folgendes Beispiel in Java an. Hier ist die Metrik Source Lines of Code SLOC eindeutig 4. Wir können das Ganze aber auch anders schreiben. Oder? Oder auch? Wir sehen also hier 4 Möglichkeiten, das Gleiche in Java auszudrücken und je nach Programmierstil verwenden die einen die eine Schreibweise und die anderen die andere. Hier haben wir also 4 verschiedene Ergebnisse für SLOC, nämlich 4, 3, 2 und 1, obwohl das Gleiche in Java ausgedrückt wird. Was sagt also diese Metrik überhaupt aus? Können wir da überhaupt noch Aussagen zu Qualität und Produktivität angeben? Offensichtlich nein. Oder vergleichen wir mal folgenden Code. Der obere Code entspricht 2 Source Lines of Code, der untere einer SLOC. Wenn wir jedoch die Komplexität bestimmen wollen, stimmt ihr sicher mit mir überein, dass das obere Beispiel wesentlich weniger komplex ist als das untere. Ich denke, hier wurden erste Schwierigkeiten der Metrik Lines of Code sichtbar. Aussagen sind also sehr schwer zu machen. Wir werden noch sehen, dass wir den Umfang eines Programms sehr genau mittels der Hallstatt-Metrik bestimmen können. Aber dazu mehr in einem anderen Video. Dort schauen wir uns den Code dann zum GGT nochmal genauer an. Den Link findet ihr natürlich wie immer in der Beschreibung. Kommen wir zu weiteren Schwierigkeiten von Lines of Code. Wie gehen wir damit um, dass heutzutage oft mehrere Sprachen in der Programmierung verwendet werden? Zum Beispiel Java und SQL. Oder wie wollen wir Aussagen zum Vergleich von 2 verschiedenen Sprachen machen? Dazu habe ich ein paar Beispiele für das Programm Hello World mitgebracht. In COBOL und PHP wird das Programm, wie hier beschrieben, programmiert. Wir sehen also einen großen Unterschied in den Source Lines of Code, nämlich 6 und 1. Oder hier noch 2 Beispiele in Java und C++. Beide Male ist SLOC gleich 5. Um auf die Unterschiede von Programmiersprachen einzugehen, gibt es Ansätze, die ich aber hier nicht weiter verfolgen will. Eine weitere Schwierigkeit kommt mit der Verwendung von Frameworks auf. Zählen wir die Zellen des Frameworks mit zu unserem Code? Wie gehen wir mit Objektorientierung um? Zum Beispiel mit Wiederverwendung von Code durch Vererbung. Für objektorientierte Programme gibt es eigene Metriken, die einiges mehr an Aussagen erlauben als Lines of Code. Auf einige dieser Metriken will ich auch in einem anderen Video eingehen. Erinnern wir uns nochmals, woher Lines of Code ursprünglich stammt und welche Aussagen mit Hilfe dieser Metrik gemacht wurden. Dabei ging es hauptsächlich um Produktivität und Qualität. Heutzutage macht die Programmierung aber nur noch etwa 20% der gesamten Projektlaufzeit aus. Viel Zeit wird in Analyse, Design, Architektur, Qualitätssicherung und Deployment gesteckt. Über diese Teile des Projekts kann man mit Hilfe von Lines of Code kaum Aussagen machen. Und
Da es in all diesen Tätigkeiten Fehlerquellen gibt, sind auch Qualitätsaussagen mittels Lines of Code nicht mehr möglich. Ist also Lines of Code eine Metrik, die überhaupt zu nichts zu gebrauchen ist? So kann man es dann auch wieder nicht sagen. Wenn man sich auf die Zählweise einigt, kann man zumindest über die Länge von Methoden in der Objektorientierung eine Aussage treffen. Wenn eine Methode zu lang ist, wird sie voraussichtlich mehrere Dinge implementieren und dem Single Responsibility Principle widersprechen. Solche Methoden müssen dann aufgeteilt werden. Zusammenfassend haben wir also in diesem Video gesehen, was einige Schwierigkeiten der Metrik Lines of Code sind und dass man sie in einigen Fällen zu interpretierbaren Aussagen hernehmen kann. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr noch Fragen oder Anmerkungen habt, schreibt wie immer einfach in den Kommentaren. Wenn ihr keins meiner Videos verpassen wollt, abonniert einfach meinen Kanal. Vielen Dank, dass ihr wieder reingeschaut habt. Ich freue mich schon wieder auf das nächste Mal, wenn es heißt, herzlich willkommen zu Software Engineering Education. Bis dann!